In Miltenberg ist es still geworden. Einst wurden hier Ziegel gebrannt, in einer der größten Manufakturen Deutschlands. Die Arbeiter von damals sind weg. Nur die alte Werksbahn tuckert noch über die Gleise, für Touristen. Miltenberg ist heute ein Museum. Das Land hat sich seit 1989 verändert. Wie ist es um die Verfassung der Brandenburger bestellt, die die Mühen der Ebene angenommen haben, hier leben und hier leben wollen? Jeder solle nach seiner Fasson glücklich werden. So hatte es einst Friedrich der Große für seine Landsleute bestimmt. Ich glaube, es kommt darauf an, wo man in Brandenburg wohnt, denn es ist sehr unterschiedlich in Brandenburg. Ich sehe die Blütenlandschaften. Ich habe das erste Leben von mir, das bis 1989, 90 ging, nicht vergessen. Ich war der festen Überzeugung, dass das eine Sache von wenigen Jahren sein wird, bis man sozusagen die Standards hat, bis die Menschen hier genauso dastehen wie in den alten Ländern der Bundesrepublik. Es war überhaupt doch sehr, sehr schwierig, um anfangen zu können. Es waren also so viele Schwierigkeiten, dass eigentlich unsere Eltern auch gesagt haben, wieso merkt ihr denn nicht, die wollen euch dann nicht. Wir hatten ja die Vorstellung in der Wende, dass das in einer Generation erledigt ist, das ist es ganz offensichtlich nicht. Ich denke, dass die Entwicklung unseres Landes sich so gezeigt hat, dass man sagen kann, wir sind auf dem Weg zu einer guten Verfassung. Mit dem Ende der DDR wird das Land politisch, wirtschaftlich und kulturell regelrecht umgekrempelt. Kaum eine Region in Europa verändert sich so wie das Land zwischen Oder und Elbe, zwischen Lausitz und Uckermark. Der Aufbruch beginnt mit neuen Freiheiten und Chancen, mit Hoffnungen und neuen Politikern. Es war für mich politisches Abenteuer. Das Land hat sich gefunden. Ich kann mich erinnern, dass man über die Parteien hinweg, über die Strukturen, über die politischen Strukturen hinweg zusammengearbeitet hat. Das war einmalig. Das war etwas, wenn man das erleben durfte und dabei sein durfte, das macht einen den Rest des Lebens stark. 22. Juli 1990. Die frei gewählte Volkskammer der DDR stimmt über das Ländereinführungsgesetz ab. Wichtiger Schritt auf dem Weg zur deutschen Einheit. Aus den DDR-Bezirken Frankfurt-Oder, Cottbus und Potsdam kann nun das Land Brandenburg entstehen. Man hat sich also gefragt, wie geht das eigentlich, ein solcher Systemwechsel? Was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für die Politik, was bedeutet das auch für Kultur und Mentalitäten? Ich erinnere mich, dass ein sehr hochrangiger Ökonom, der beteiligt war an der ökonomischen Wiedervereinigung Deutschlands, dann ein, zwei Jahre später gesagt hat, wir haben völlig unterschätzt, welche Bedeutung das Mentale dabei hat. Erstmals spricht man in diesen Monaten wieder von Brandenburg und von den Brandenburgern, entdeckt alte Wurzeln und sucht nach neuer Identität. In Briesen am Rande eines großen sowjetischen Truppenübungsplatzes lebt Familie Fischer. Der Neubeginn in der Marktwirtschaft beginnt für sie mit Eisbein und Sauerkraut. Es war eine Konsumgaststätte hier. Wir waren hier angestellt. Da hat uns unser Sohn überredet, wir sollen die Kneipe kaufen. Wo sollten wir noch hin in dem Alter zum Arbeiten? Wir hatten nirgendwo Arbeit gekriegt. Und dann haben wir es gemacht. Ich habe damals gesagt, gesoffen wird immer. Und dann haben wir angefangen, Stück für Stück, ganz klein. Also konnte man nur immer das machen, wofür wir gerade Geld hatten. Und das Erste, was wir gemacht haben, die Fassade. Das Nächste, was wir dann gemacht haben, war die Terrasse angebaut. Dann haben wir das immer so Stück für Stück, wie wir das Geld hatten, renoviert und eben sehr viel in Eigenleistung.
So wie den Fischers geht es vielen im Osten Deutschlands. Nicht wenige sehen einen Ausweg in beruflicher Selbstständigkeit, bauen sich eine kleine Existenz auf. Irgendwo zwischen Industriebrachen und den schillernden Vorboten der neuen Zeit. Läden tragen stolz die Vornamen ihrer Besitzerinnen. Von den Fassaden bröckelt der Putz der Vergangenheit. Das hatten die Menschen im Lande ja erlebt, den Aufbruch, die Erwartung an einen sozusagen, an eine Verfassung im tieferen Sinne des Wortes, sozusagen die Erwartung an einen besseren Staat, besser als der, den sie erlebt hatten. Ich glaube schon, dass man den Menschen, gerade den Ostdeutschen, die ja bereit gewesen sind, ihr Leben um 180 Grad zu ändern, die bereit gewesen sind, aus Rot schwarz zu machen und aus Schwarz rot zu machen, dass man diesen Menschen sehr, sehr viel zugemutet hat und dass diese Menschen mit einer gigantischen Bereitschaft zur Veränderung den Weg gegangen sind. 14. Oktober 1990. Erste Wahlen zum Brandenburgischen Landtag. Die Erwartungen sind groß. Soziale Sicherheit, die gegenwärtig in der Übergangsphase meiner Meinung nach durchaus nicht gegeben ist. Wir sind hier Beitrittsgebiet und das Beitrittsgebiet ist eingetreten. Und es ist eingetreten in die Bundesrepublik und nun gilt alles das, was dort gilt. Und wir wollen es an vielen Stellen nicht. Wir liegen doch am Boden jetzt augenblicklich. Es soll was schneller hochgehen. Brandenburg wählt rot. Die SPD ist stärkste politische Kraft und erhält den Regierungsauftrag. Es gibt viel zu tun im Lande. Jeder zweite Arbeitsplatz ist bedroht. Es ist, glaube ich, heute die endgültige Absage an Zentralismus geschehen und dem Föderalismus, der in Deutschland eine große Tradition hat, nun auch die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten. Wir stehen zu unserem Wort. Wir werden alles uns Mögliche tun, damit das Land Brandenburg in greifbaren Zeiträumen ein schönes, gleichwertiges Land in unserem deutschen Vaterland sein wird. Aber bitte, denn auch ein Kirchenmann kann keine Wunder vollbringen. Im Potsdamer Landtag konstituiert sich die erste brandenburgische Landesregierung seit 1952. Wir mussten eine Struktur aufbauen, die kompatibel war in dieser Bundesrepublik, zu der wir nun gehörten. Und das hieß ja im Klartext, ab 3. Oktober des Jahres 1990 gab es 32.000 neue Paragraphen und viele neue Verfahrensweisen, die hier niemand richtig kannte, die man lernen musste. Ich habe mich sehr früh entschieden, erfahrene Leute in die Regierung mit hineinzuholen, die das kannten und die uns Irrwege ersparten. Ich musste mich damit beschäftigen, wie baut man ein Justizministerium auf? Ich wusste das ja gar nicht, war nie in einem Justizministerium tätig gewesen. Wir hatten nur einen ganz kleinen Stab, von denen 203 DDR-Juristen waren. Die wussten auch nicht, wie ein westliches Justizministerium arbeitet. Da war einer dabei, der aus Nordrhein-Westfalen kam, der wusste das sehr genau. Er war aber der Einzige. Ja, ich will nicht sagen, dass ich mir wie im politischen Schlaraffenland vorkam, aber so ein bisschen war es schon so. Hier war der Neuanfang auch von einer Form der politischen Arbeit begleitet, die so aussah, wie man sich die Arbeit politischer Gremien auch vorstellen. Das ist die große Chance der Politik gewesen, damals im Land Brandenburg, dass man in den Fraktionen an der Spitze, Wolfgang Birtler fällt mir ein, Steffen Reiche und andere, die über ihre, für die das parteipolitische Denken, diese kleine oberflächliche und falsche Punktehascherei gar kein Argument war, sondern die dann auch sag mal, auf die Kollegen, Fraktionskollegen in den anderen Fraktionen zugegangen sind, ohne die Absicht, was zu majorisieren. Ich bin einmal an einem Amtsgericht gewesen, ganz am Anfang, und habe die Richterin, eine aus der DDR stammende Richterin, gefragt, wie machen Sie das eigentlich? Sie wenden jetzt das neue Recht an, ab dem Tage der Wiedervereinigung. Sie wenden das neue Recht an. Bücher haben Sie nicht. Nicht mal Gesetzestexte? Wie machen Sie das? Ach, sagte sie, wissen Sie, es muss doch vernünftig sein. Und da habe ich ihr nicht gesagt, aber gedacht,
Da haben Sie ganz recht. Die Wirtschaft liegt am Boden. Als die Treuhand ihre Arbeit aufnimmt, geht es um Abwicklung planwirtschaftlicher Strukturen und um die Schaffung neuer Rahmenbedingungen. Industriebetriebe wie das LKW-Werk Ludwigsfelde produzieren auf Halde oder müssen schließen. Die Produktion ist unrentabel, die Technik hoffnungslos veraltet. Hunderttausende Arbeiter sind zur Kurzarbeit verurteilt oder verlieren ihren Arbeitsplatz. Der wirtschaftspolitische Spielraum der Landesregierung ist eng. Zu knapp fließen Steuermittel, zu groß ist der Verwaltungsapparat. Das Problem ist nicht die Struktur an die Treuhandanstalt gewesen, sondern die Orientierung. Eure Treuhandanstalt hat sehr stark am Anfang die Orientierung gehabt, so viel wie möglich schnell zu verkaufen, also geldflüssig zu machen. Und hat in den weiten Phasen ihrer Tätigkeit zu wenig darauf geachtet, dass es ja darum gehen muss, den Unternehmen eine Chance zu geben. Angeboten wurde in der ganzen Volkswirtschaft, nachgefragt wurde kaum was. Das führte eben dann zu Riesenverlusten. Und das führte zu Abwicklungen von durchaus potenten Unternehmen, die heute alle in den östlichen Ländern eine positive Rolle spielen können. Da hat man in einem Ausmaß Kahlschlag durchgeführt, hat die Dinge abgewickelt, hat überhaupt nicht abgewartet, hat keine Zeit gegeben, um den Firmen neue Strukturen, die neue Strukturen aufbauen zu lassen. Es ist eine Unmenge von besserwisserischen Hinweisen an die damalige DDR-Regierung, aber auch an Dr. Helmut Kohl und den damaligen Bundeskanzler gekommen worden. Ich sage heute als jemand, der sowohl in dem Einigungsprozess Verantwortung tragen durfte, als auch bei der Gestaltung der Verhältnisse, der politischen und der Strukturverhältnisse im Land Brandenburg. Es gab keine Alternative. Ecostahl Eisenhüttenstadt. Aus einem sozialistischen Großbetrieb wird ein marktwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Ich habe persönlich, obwohl ich das durchgezogen habe mit meinen Vorstandskollegen, auch ziemlich darunter gelitten, denn wenn man eben dann auf dem Marktplatz jemanden trifft, von dem man ganz genau weiß, in einer Havariesituation hat der Mann 24 Stunden gestanden und dann guckt er einen an, na, ich möchte sagen, wie ein weitwundes Reh, ich habe zwar Geld für mein Bier und für alles andere, aber ich bin nicht mehr dabei. Das ist eine schwierige Situation gewesen. Der Wandel verändert die Stadt. Von einst 12.000 Mitarbeitern können nur 3.000 bleiben. Mut ist gefragt, nicht nur in Eisenhüttenstadt. Betroffen sind auch Kleinbetriebe und der Mittelstand. Irgendwann hat man mal den Kanal bis dahin voll und sagt, ich gehe nicht mehr, ich mache nicht mehr, ich mache den Laden zu. Und dann holt man wieder tief Luft und schläft mal darüber. Und dann ist die Welt dann wieder in Ordnung und man kämpft weiter, weil es Spaß macht. Nach langen Debatten steht der Entwurf einer neuen Landesverfassung. In Artikel 2 heißt es, Brandenburg ist ein freiheitliches, rechtsstaatliches, soziales, dem Frieden und der Gerechtigkeit, dem Schutz der natürlichen Umwelt und der Kultur verpflichtetes Land. Am 14. Juni 1992 ist Volksentscheid. Die Verfassung zu machen war, denke ich, viel einfacher als den Wechsel der Systeme zu leben. Das Land brauchte ein Ziel, ein rechtliches, ein politisch-rechtliches Ziel mit ganz konkreten Bestimmungen, wo man hin will. Für mich war es ganz wichtig, dass die zentrale Aufgabe, Menschen zur Arbeit zu verhelfen, richtig verankert wird in dieser Verfassung. Damit also Verfassung nicht irgendein abstraktes Papier ist, wo Juristen sich austoben, sondern wo das Leben auch herausguckt. Der Überschwang, ja, der da war, dass man etwas Besonderes machen kann, auch die Besonderheiten dieses Umbruchs und der historischen DDR-Erfahrung da reinschreiben kann, das merkt man ihr noch an am Text. Brandenburg stimmt ab. Für das Recht auf Arbeit und politische Mitgestaltung, für Chancengleichheit und das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ob als Politiker oder als Bürger, die Brandenburger tragen Verantwortung, machen Vorschläge. Jeder soll beteiligt sein.
Wir sind der Auffassung, dass nur die Gerichte entscheiden können, wer am demokratischen Aufbau, wer als Abgeordneter teilnehmen kann, wer als Abgeordneter eine Wählbarkeit besitzt. Das können wir nicht dem gesunden Volksempfinden überlassen. Das können wir auch nicht großen deutschen Zeitungen überlassen. Die Auseinandersetzungen waren bei aller Erregung, die es gab und die ja auch immer wieder sozusagen die Vergangenheit im Blickfeld hatten. Was hat wer früher gemacht? Stasi-Überprüfung, die es ja für alle Landtagsabgeordneten gab, alle Regierungsmitglieder auch für mich, selbstverständlich. Das heißt, es wurden auch Fragen, die, wie soll ich sagen, ans Mark gingen, dann in aller Öffentlichkeit debattiert. Schatten der Vergangenheit, das sind auch die Hinterlassenschaften der NVA. Brandenburg hatte bis 1989 die höchste Dichte an militärisch genutzter Fläche in Deutschland. Ganze Landstriche sollen nun für eine zivile Nutzung renaturiert werden. Noch steht die Rote Armee im Land. 340.000 Soldaten, hochgerüstet. Kasernen, Bunker und Flugplätze, die jetzt im Land des einstigen Gegners stehen. Die Tatsache, dass Militärverbände der NATO und dann auch der Deutschen, also der alten Kriegsgegner und der Sowjettruppen nebeneinander standen. Das ist ja ein bisschen was anderes, als ob man in seinen eigenen Ländern sitzt und sich da belauert, war hochbrisant. Ich glaube, dieses Aha-Erlebnis, dass wir ganz anders waren, als wir geschildert wurden. Wir wurden ja als Imperialisten geschildert, als Kapitalisten, Ausbeuter. Wenn man die Schriften liest über Erziehung gegen Hass und so weiter, dann kann man sich vorstellen, was einige von uns erwarteten. Und wir waren ganz anders. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Sache. Der Abzug der Sowjetarmee, bei den 2+4 Verhandlungen beschlossen, soll bis Ende 1994 erfolgen. Zehntausende Panzer, Fahrzeuge und anderes Kriegsgerät verlassen das Land. Alte Kampftechnik wird verschrottet. Heimkehr auch für 200.000 Zivilisten. Viele sehen einem ungewissen Schicksal entgegen. In Kiew, Murmansk, Tscheljabinsk oder Saratow. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Der Kalte Krieg ist endgültig vorbei. Ich flog mit der Mi-8, also mit dem sowjetischen Hubschrauber, dorthin. Wurde begrüßt und er sagte zu mir, ich habe wenig Zeit und was wollen Sie? Er hatte 4 Sterne, ich hatte 3 Sterne. Mit Dolmetscher natürlich. Ich sage, General, ich sage es Ihnen ganz einfach. Als Sie an der Spitze Ihres Panzerzuges 1945 in die Mark Brandenburg stürmten, sind wir vor Ihnen geflohen. Und ich bin jetzt wieder hier. Und ich freue mich, dass ich wieder in meiner Heimat bin. Und ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie aufrechnen und in Würde Deutschland verlassen können. Darum bin ich hier. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die Sie haben. Und meine Aufgabe ist, Sie dann zu unterstützen. Und wenn Sie sagen, Sie haben dafür keine Zeit, dann haben Sie nicht verstanden, was unsere Regierung wollen. Daraufhin hatte er Zeit. Es wurde ein sehr lebhaftes Gespräch. Er holte dann natürlich eine anständige Flasche Wodka aus. Und dann haben wir da 1,5 Stunden gesprochen. Abschied nach fast 50 Jahren Besatzung. Die Großväter der jungen Soldaten hatten Deutschland einst vom Faschismus befreit. Offiziell hießen sie die Freunde. Ihr Verhältnis zur deutschen Bevölkerung war nicht immer widerspruchsfrei. Brandenburg war eigentlich ein großes Militärlager. Sowjetische Truppen und zum Teil auch noch mit der Nationalen Volksarmee, aber vor allen Dingen sehr viele sowjetische Truppen. Und es ist ein kleines Wunder, dass das alles sich friedlich entflechten ließ. Aus Truppenübungsplätzen werden Naturschutzgebiete, so wie die Verfassung es vorschreibt. Dort, wo einst Panzer für den Ernstfall probten, gibt es heute wieder Natur pur und biologische Artenvielfalt. Da haben wir alte Russenflächen,
die tollste Naturschutzgebiete geworden sind. Und die Brandenburgische Bodengesellschaft hat es ja wirklich über gut 10 Jahre geschafft, mit dem Verkauf und der Verwertung von Liegenschaften so viel Geld in die Kasse zu kriegen, dass sie die Entsorgungsgeschichten selber finanzieren konnte. Also sie sind nicht aus dem Haushalt bezahlt worden. Mitte der 90er Jahre rückt die Idee einer Fusion von Berlin und Brandenburg in greifbare Nähe. Die Politik erhofft sich mit der Integration der Verwaltungen eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Volksabstimmung ist am 5. Mai 1996. Wie werden die Bürger entscheiden? Einer der absoluten Hauptgründe, die mich bewegt haben, nach Brandenburg zu gehen, war wirklich die faszinierende Vorstellung, dass es uns gelingen könnte, hier die Fusion Berlin-Brandenburg hinzukriegen. Wir waren in Forst oder in Guben, ich glaube, es war in Forst, bei einer Veranstaltung und haben versucht, dafür zu werben, ich als Innensenator von Berlin, der Polizeipräsident Lüth und noch ein Landtagsabgeordneter, das weiß ich noch, in welcher Partei. Und da gab es ein Argument. Die Forster sagten, wir sind an der Grenze von Deutschland, an der Grenze von Brandenburg. Wenn dann alles in Berlin ist, vergessen die uns total. Und dann geht alles wie früher in die Hauptstadt der DDR nach Berlin. Und dann werden wir abgehängt und dann bleiben wir alleine. Und der das sagte, kriegte während der ganzen Veranstaltung den größten Beifall. Zu einer Unzeit, die kluge Politiker hätten erkennen müssen, haben dann die Verantwortlichen in Berlin und in Brandenburg gemeint, wir könnten klüger und schneller sein als die Bevölkerung. Die Fusion mit Berlin findet bei den Brandenburgern keine Mehrheit. Das Projekt ist vorerst gescheitert. Ich finde es schade. Ich finde es immer noch falsch. Ich glaube, auch wenn immer mehr Verwaltungseinheiten zusammenwachsen, wenn man also so praktisch diesen Weg von unten wählt, man muss diesen Gedanken aufrechterhalten, weil sonst kriegt man das überhaupt nie hin. Berlin und Brandenburg bleiben selbstständige Länder. Zu weit sind die Positionen voneinander entfernt. Brandenburg befindet sich in einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel. Rückbau und Landschaftssanierung bestimmen das Bild. Als die Jahrhundertflut kommt, rückt Brandenburg in den gesamtdeutschen Fokus. Das Hochwasser wird bezwungen, doch die Wirtschaftsprobleme bleiben. Alte Industriestandorte wie Wittenberge vergehen im Staub von Brandenburg. Arbeit und Vollbeschäftigung wird es hier nicht mehr geben. In Mildenberg entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei mit Fördermitteln ein Museum. Nur alte Fotos erinnern an vermeintlich bessere Zeiten. Was ich so aus den Gesprächen weiß, mit den Leuten, die hier früher gearbeitet haben, und jetzt halt teilweise hier noch im Ziegeleipark sind, war es nach dem Umbruch, nach der Wende, war es schon irgendwie, da ist wirklich ein ganzes Leben zusammengebrochen, weil ja nicht nur die Arbeit weg war, sondern auch so dieses ganze soziale Umfeld ist ja auch mit weggebrochen. Und das hat sich dann nach der Wende, irgendwie ein paar Jahre nach der Wende auch wieder gefunden, dass sich die Leute auch wieder, die gucken nicht nur mit Verbitterung auf ihre ehemalige Arbeit, weil sie jetzt weg war, sondern die haben gesehen, jetzt entstehen neue Sachen da draus und das gibt halt zu jeder Geschichte eine Kehrseite. Und die Kehrseite hier ist halt, dass es jetzt diesen Ziegeleipark gibt, wo Besucher irgendwie aus ganz Deutschland, aus dem Ausland sogar herkommen, um zu sehen, wie die Leute hier früher gearbeitet haben. Der Staat hat natürlich nicht die Macht, Arbeit zu schaffen. Arbeit schafft wirklich die Wirtschaft, das Unternehmertum. Und das, was Staat kann, ist die Infrastrukturvoraussetzungen schaffen, dass Unternehmen Arbeitsplätze schaffen können. Der kann dann eben wirklich nur mithelfen, also dass zum Beispiel diese Ziegelarbeiter dann wenigstens noch eine Aufgabe haben. Das ist dann, also mehr kann der nicht. Der kann keinen Unternehmer überreden, also weiter Ziegel zu produzieren, wenn keiner sie braucht.
Wir bauen kein neues Berlin mehr, ne? So, jedenfalls nicht aus Ziegeln. Wir hatten aber, und in dieser Geschwindigkeit war das auch nicht möglich, noch keinen soliden Mittelstand. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der sich jetzt allmählich durchsetzt. Da sind viele haben klein angefangen, haben sich versucht zu entwickeln, haben aufgebaut unter unglaublich wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Probleme, die es auch im südbrandenburgischen Hornow gibt. Hohe Arbeitslosigkeit, eine abgewickelte LPG und so gut wie kein Mittelstand. Dann beginnt der Aufschwung. Zwei belgische Weltenbummler verschlägt es in den verschlafenen Ort. Sie haben wenig Geld, keine Beziehungen, aber eine verrückte Idee. Wir hatten wirklich, das wenn die Leute glauben es nicht, aber wir hatten Momente, wo wir nicht zu essen hatten hier. Und das Witzige ist eigentlich, außer Schokolade, dass die Nachbarin, die Frau Kulstock, uns Eier gebracht hat, dass wir im Wald Pilze geholt haben. Mhm. Und dann waren wir, ja, und das war eine Weile so. Und das konnten wir nur machen, weil wir in Afrika gewohnt haben. Mhm. Weil wir gesehen haben, dass die Leute, es gibt Leute, die es 100-mal schlechter geht, wie es uns schlecht geht, und die trotzdem glücklich sind. Ja. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die wir aus Afrika mitgebracht hatten. Wenn wir gleich von Belgien gekommen wären, wären wir nach drei Jahren wieder, spätestens nach drei Jahren wieder zurückgegangen. In Hornow wird nach belgischem Reinheitsgebot Schokolade hergestellt. Nach uralten Rezepten, die Brüsseler Schokolade weltberühmt gemacht hat. Und da war es zum Beispiel, das war ganz komisch gewesen, in Spremberg war ein ganz alter Mann in dem Ordnungsamt, oder war das Bauamt gewesen? Ja, Bauamt. Ich weiß nicht, Bauamt war das. Und er hat gesagt, das ist ja lustig. Es kommen hier zwei Belgier, die wollen hier was anfangen. Da müssen wir auch die ganze Chance geben. Egal, ob es richtig ist oder nicht. Der hat seinen Zettel genommen, Stempel drauf gemacht. Und nächsten Tag war das Ding hier in der Post. 1992 beginnt das Schokoladenwunder von Hornow mit 4 Hilfskräften in der alten LPG-Küche. Inzwischen haben 43 Frauen wieder Arbeit, eine gesicherte Lebensperspektive. Manche davon kamen direkt aus dem Stall in den Nano, aus der LPG. Aber die Motivation war eigentlich vom Anfang an sehr hoch bei den Leuten. Das ist so. Und die doch so dieses Geschick haben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, in der DDR haben sehr viele Frauen zu Hause sehr viel selber gemacht und gebastelt und Kuchen gebacken und sich eigentlich selber gekümmert. Dass sie das eigentlich auf diesem Weg doch schneller gelernt haben als erwartet. Ja. Die Qualität der Köstlichkeiten spricht sich herum. Handgemachte Pralinen, Schokohasen und Weihnachtsmänner gibt es in über 500 deutschen Geschäften. Geliefert wird sogar in den Bundestag. Hornow lebt heute vom Schokotourismus. Wie die Leute so auf uns zugekommen sind im Dorf, das war ganz witzig. Ja. Damals gab es eine ganz kleine Hausschlachterei in Hornow. Eine kleine Fleischerei. Die haben 2 Tage die Woche, hat Renate und Lothar haben Fleischerei ihre Wurst verkauft. Und Renate kommt, wissen Sie, sagt, es kommen viele Leute von außerhalb zu uns Fleisch kaufen. Sagt, ich nehme einfach hier, ich kaufe 30 von euren Schokoladefiguren. Hat sie gleich bar bezahlt. Die hat sie bei sich auf der Fleischtheke, vorne in Hornow hat sie das die auf war, der Fleischtheke gestellt. Das war eigentlich der erste Werksverkauf, das muss man sagen, in der Fleischerei und in Hornow. Und Renate und Lothar, die haben die Schokoladenfiguren verkauft. Ja. Das wäre eine Sache, die sowohl in Westdeutschland, in Belgien, das wäre undenkbar, dass jemand sagt, ich greife euch unter die Arme. Das hat sie nicht gesagt, das hat sie auch einfach gemacht. Gödele Mathüsen wird 2005 in Brandenburg als erste Ausländerin Unternehmerin des Jahres. Wir wollen eine offene Gesellschaft sein. Man lese die schöne Landesverfassung. Da steht auch etwas drin über Ausländer, die im Lande leben. Das muss man sozusagen beim Wort nehmen. In der Verfassung steht vieles drin, was damals gar nicht so eine große Bedeutung hatte, was einige kluge Leute da hereingeschrieben haben und die heute richtig wichtig sind. Unterwegs nach Schwedt, an die polnische Grenze. Hier befand sich die leistungsstärkste Papiermühle der DDR. Nach der Wende übernimmt ein Altpapierveredler West den Traditionsbetrieb Ost.
Heute gehört das Unternehmen zur Leipa GmbH. Am Anfang war sicherlich gewöhnungsbedürftig. Es war nicht der Eintritt nach Schweden, war nicht ganz einfach. Uns ist es gelungen, 1992 von der Treuhand dieses Kombinat, das größte Papierkombinat der DDR zu übernehmen, mit Kaufpreis zu übernehmen, muss ich sagen. Das war eine richtige Privatisierung, wo wir mit einer englischen Vorgesellschaft zusammen dieses Kombinat aufgekauft haben und dann in einen großen Umgestaltungsprozess geführt haben. In Schwedt wird ausschließlich Altpapier verarbeitet. Kartonagen und Spezialpapiere in höchster Qualität entstehen. Die Mitarbeiter, erfahrenes Fachpersonal. Die Menschen, die hier in Schwedt gearbeitet haben, die sind ja aus allen Richtungen der alten Republik delegiert worden. Und die haben also mit einem Innovationsgeist hier nicht nur eine Stadt, sondern ein Kombinat aufgebaut. Und ein Stückchen würde ich mir wünschen, dieser Innovationen, dieser Flexibilität, dieser Mobilität auch noch in die Zukunft übertragen zu können. 2006 wurde die 10-millionste Tonne produziert, auf modernsten Anlagen mit immer weniger Arbeitskräften. Seit 1989 hat Schwedt ein Drittel seiner Einwohner verloren. Wer keine Arbeit hat, zieht weg aus den Plattenbausiedlungen. Ganze Straßenzüge werden abgerissen. Rückbau heißt es im Sprachgebrauch der Politik. Ein Phänomen, von dem besonders ostdeutsche Städte betroffen sind. Schwedt war die erste Stadt, wo ich abgenickt habe, dass Blocks abgerissen werden. Also was ich, also in meiner bisherigen politischen Wahrnehmung völlig unvorstellbar war. Also ich kannte immer nur die Notwendigkeit, Häuser zu bauen und nicht ganze Blocks abzureißen. Und das hat natürlich was mit der Veränderung der Struktur zu tun. Die Abwanderung, wie soll ich sagen, die darf man nicht verurteilen. Die ist eine Folge der Verhältnisse. Wir müssen Verhältnisse schaffen, die es interessant macht, hier im Lande zu bleiben. Und die es interessant macht, dass Leute auch hier ins Land kommen. Auch in Cottbus sind die Kollateralschäden des Wirtschaftswandels sichtbar. Der Weg zum sozialverträglichen Umbau heißt Plattenrecycling. Aus altem Beton entstehen neue Häuser. Und wir hatten hier zum einen das große Glück, dass es relativ reibungslos passierte, dass es auch sehr schnell und zügig ging. Die Nachbarschaft wenig in Anspruch genommen hat. Das lag vor allen Dingen daran, dass hier Arbeitnehmer beschäftigt waren, die auch schon in den 70er und 80er Jahren Wohnungsbauten montiert haben, also aus den Wohnungsbaukombinaten kamen, die in der Zeit diese großen Häuser errichtet haben und die mit einem ganz eigenen Engagement auch diesen Rückbau angegangen sind, weil sie gemerkt haben, dass ein Teil ihrer Arbeit von vor 20 Jahren eben nicht gänzlich verloren gegangen ist, sondern eben neue Produkte und ein neuer Anspruch daraus entstanden ist. Die neuen Cottbusser Stadtvillen sind inzwischen begehrte Domizile. Nichts erinnert mehr an den Einheitscharme der Plattenbauarchitektur. Das produzierende Gewerbe stagniert. Zu wenig Investitionen. Die Arbeitslosigkeit bleibt auf hohem Niveau. Proteste begleiten den Wandel. Besonders Jugendliche sind betroffen. Es ist eben in diesen Aufbaujahren in Brandenburg und in den anderen, ich scheue mich immer noch neuen Ländern zu sagen, denn sie hatten ja auch ihre Tradition, dass jedenfalls in den ostdeutschen Ländern ist in diesen ersten Jahren nicht überall genügend investiert worden. Und zum Teil ist auch deswegen nicht investiert worden, weil die westdeutschen Unternehmer, die einen Betrieb übernommen hatten, sagten, das können wir viel billiger und viel besser doch zu Hause. Wir organisieren hier den Markt und werden für ein ordentliches Warenangebot in guter Qualität sorgen, aber wir machen es billiger bei uns. In der Lausitz entsteht eine Formel-1-Rennstrecke. Es wird in hochfliegende Ideen investiert. Moderne Luftschiffe sollen von Brand aus den Weltmarkt erobern. Die Politik lässt sich blenden. Familie Fischer profitiert von den Investitionen gleich vor ihrem Gartenzaun. Als Cargolifter da oben war, das war für die Gaststätte war es das Beste, was passieren konnte. Also meine Mutter hat zu der Zeit dann damals Brötchen geschmiert, also immer halbe belegte Brötchen jeden Morgen. Ist mit so einem
riesen Einkaufskorb immer hoch, jedes Brötchen einzeln eingepackt und ist durch die Büros, die sie damals aufgestellt hatten, die Halle gab es ja damals noch nicht, überall durchgelaufen, hat die Brötchen verkauft, jeder kannte sie. Cargolüfter-Leute kamen hier runter, alle essen. Auch manchmal habe ich geschimpft, auch jetzt mit diesem schweren Korb und dann bei Wind und Wetter und jeden Tag. Und wenn ich dann wieder unterwegs war, dann war die Welt in Ordnung. Es waren unendlich viele Menschen da oben, die unendlich viele Sprachen sprachen. Und meine Mutter kann halt Deutsch und das war es dann eigentlich auch schon so ziemlich. Aber sie hat sich immer verständigt da oben und alle wussten, das ist Frau Fischer. Cargolüfter ist ein klassisches Beispiel, wie Privatwirtschaft funktioniert. Da gründet jemand eine Aktiengesellschaft, bringt auf die Art und Weise ein Stück Kapital mit rein und erweckt den Eindruck, auch durch Vorlegen von Papieren, dass das, was produziert wird, dann auch verkauft werden kann. Das war eine Illusion und da konnte auch eine Landesregierung, ein Wirtschaftsminister nicht mit Dirigismus reingehen und sagen, hör mal zu, wir glauben das nicht so ganz richtig, was ihr da habt. Und nun kann man eigentlich nur hoffen, dass mit der großen Halle irgendwas Sinnvolles geschehen kann. Wenn ein Land wie unser Land sämtliche Großvorhaben in den Sand setzt, wenn die Entscheidungen der Wirtschaftsminister in diesem Land permanent negativ sind, über große Zeiträume, die ganzen schweren Dinge, Lausitzring, Chipfabrik in Frankfurt an der Oder, das dilettantische Herangehen bei der Entwicklung des Flughafens in Schönefeld, diese ganzen auch handwerklichen Dinge, dann müssen die Verantwortlichen in diesem Land sich durchaus berechtigte Kritik gefallen lassen. Landtagswahl 1999. Die SPD erhält 36% der Stimmen und verliert die absolute Mehrheit im Landtag. Es kommt zur großen Koalition mit der CDU. Jörg Schönbohm ist ihr Hoffnungsträger. Und als das Wahlergebnis vorlag, war mir klar, wir müssen bestimmte Dinge machen. Ich möchte daran erinnern, dass im November 1999 Manfred Stolpe in einem Interview gesagt hat, er sei stolz darauf, dass Brandenburg die kleine DDR genannt wird. Und ich habe 14 Tage später gesagt, und ich bin stolz darauf, dass die Bürger die DDR abgeschafft haben und den Rest in Brandenburg gemeinsam abschaffen. Das war die unterschiedlichen Positionen. Bei allem, was man sich gegenseitig vertraut hat. Die Landesregierung steht vor schwierigen Aufgaben. Die großen Investitionen sind ins Stocken geraten. Auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte erreicht eine neue Dimension. Hunderte Kriegsgräberstätten befinden sich seit den schweren Kämpfen am Ende des Zweiten Weltkriegs im Land. Ein Symbol sinnlosen Sterbens, der Waldfriedhof in Halbe. Junge und alte Ewiggestrige, Neonazis aus ganz Deutschland wollen hier einen Wallfahrtsort. Es ist, dass sich am Lande ein Rechtsextremismus entwickelt hat, vor allem unter jungen Leuten. Etwas, was man sich wahrlich 1989, aber auch überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es gerade in diesem Teil Deutschlands so etwas geben würde. Die Sorge, dass man irgendwo Verlierer ist, zweitklassig ist und dass es darum geht, sich zu behaupten. Und man behauptet sich am besten, indem man massiv auftritt und Furcht und Schrecken verbreitet und dann Sprüche klopft, die dann schon in die Nähe des Strafbaren hineinkommen. Unser Problem ist, dass ein Teil der Jugendlichen nicht gelernt hat, Probleme, unterschiedliche Auffassungen gewaltfrei zu lösen. Die Demokratie wehrt sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus. Nur ein tolerantes Brandenburg hat seine Chance in Mitteleuropa. Es gibt dumme Menschen, die der Meinung sind, wenn jemand eine andere Sprache spricht oder eine andere Hautfarbe hat, dass er denn ein schlechterer Mensch ist. Und das sind so Sachen, die können wir hier für uns, also kann ich sagen, also nicht akzeptieren, weil für mich ist jeder Mensch gleich. Also ich trete jedem Menschen offen gegenüber und ich kenne sehr viele die Leute hier in Brandenburg, die das auch machen. Dass es natürlich die anderen auch gibt, ist so, muss man nicht akzeptieren, akzeptieren wir auch nicht. Wir haben ja dementsprechend auch unsere schlechten Erfahrungen mitgemacht. Aber es gibt halt, es sind weniger. Es gibt aber auch halt die anderen, also so wie uns, sag ich mal. Und das ist das auch, was wir rüberbringen wollen, dass Brandenburg nicht braun ist. Es ist es nicht. Ist es einfach nicht. Toleranz gegenüber dem Nachbarn.
Auch Polen und Deutsche hatten in der Geschichte immer ein schwieriges Verhältnis zueinander. Nun stehen beide vor der Herausforderung Europa und der Globalisierung. Die gute Nachbarschaft mit Polen steht in der Verfassung als ein Ziel, einer der Grundsätze des Landes. Auch dem hat die Politik, die Regierung, der Landtag und viele andere im Lande haben dem auch Rechnung getragen. Zollschranken wurden abgebaut, Grenzbarrieren fallen. Brücken über die Oder verbinden wieder. Längst ist der kleine Grenzverkehr zwischen Frankfurt-Oder und Słubice Normalität. Ein Beispiel länderübergreifender Zusammenarbeit ist die Europa-Universität Viadrina. Gesine Schwan wird wegen ihres Engagements von den polnischen Kollegen hoch geschätzt. Auch Sprachen sind Brücken der Verständigung. Das Ziel dieser Universität, junge Menschen als Verantwortungsträger in Europa auszubilden und für Europa auszubilden, den Hiatus, den zumal der Zweite Weltkrieg zwischen Deutschland und Polen hinterlassen hat, zu überwinden, solide zu überwinden, dauerhaft zu überwinden, junge Leute aus ganz Europa zusammenzuführen, die hier, wenn das Semester beginnt, lachend und feixend und in verschiedenen Sprachen zusammen Bier oder Wein trinken und sich austauschen, das ist eine so wunderbare, eine so sinnvolle, eine so zukunftsträchtige Arbeit, dass ich da gar nicht fragen muss. Brandenburg verändert sich. Die Landesregierung setzt nicht mehr auf die Politik flächendeckender und allgegenwärtiger Fördertöpfe. Wachstumskerne fördern heißt die neue Strategie. Mut zum Neubeginn ist immer ein besonderes Merkmal der Brandenburger gewesen. Eine effizientere Kommunalstruktur entsteht. Auf dem Gelände der Frankfurter Chipfabrik scheint heute die Sonne. Und in Schönefeld ist der Airport Berlin-Brandenburg International im Bau. Die Probleme der Randregionen werden bleiben. Auch weil viele Züge wie in Wittenberge nur durchfahren. Wichtigster Verfassungsgrundsatz in Brandenburg: Die Menschen dürfen nicht aus dem Blickfeld der Politik geraten. Also eigentlich, glaube ich, hinkt das Land noch hinter dem zurück, was man erstens nach der Wende erwartet hat und auch was in den Verfassungen steht. Aber es gibt neue Zeichen der Hoffnung. Wer hierher kommt und hier leben will, gehört zu uns. Aber er muss sie auch einbringen. Ich denke, wenn wir das vergleichen, was vor 7, 8 Jahren, wie wir uns dann gefühlt haben hier und wie es jetzt ist, dann müssen wir sagen, dass es hat sich sehr viel verändert im positiven Sinne. Mein Leben ist die Gaststätte. Ja. Und da sich unsere Tochter entschlossen hat, das mal weiterzumachen, werden wir auch noch weiter kämpfen. Und ich glaube, dann hat unsere Tochter auch eine Zukunft. Ja.